Kram, Aufnahme starten, läuft auch das Ding im Übrigen. Das war ja auch schon ganz wichtig, oder? Läuft. Ich brauche einen Partner, mit dem ich hier arbeiten kann. Denn ich sag mal, wir im Online-Bereich ist es ja immer so, dass man nicht sehen kann, was der eine oder der andere jetzt gerade an der anderen Leitung macht. Und ich will ja auch kein Mikro da oder ich sag mal, keine Kameras von euch haben, um zu sehen, wie du da jetzt gerade in den Aufgaben grübelst oder sowas. Sondern ich brauche einen, mit dem ich so eine Gesprächsführung machen kann, wo ich eigentlich meine Fragen, die ich also als Antwort loswerden will, stellen kann und dann im Prinzip in so eine Art Wechselgespräch komme, das ist dann im Prinzip für alle interessanter, denn ich weiß natürlich auch, dass es genügend Dinge gibt, wo ihr alle irgendwie die gleichen Sorgen so habt. Und das muss ja jetzt nicht einer für den ganzen Tag sein, aber wer fühlt sich also, ich sag mal, willens, mindestens mal sich mit mir auseinanderzusetzen? Marian, soll ich dir, ja, ich bin dankbar, dass du dich meldest, sonst hätte, manchmal muss ich dann wirklich die Menschen namentlich erwähnen und sagen, du jetzt, komm jetzt, Alter, du bist doch mein Freund. Aber das ist mir also tatsächlich lieber, wenn sich einer freiwillig meldet. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann sag mal, jetzt nimm einen anderen oder so, weißt du, weil das kann sich ja ruhig, dann kann man sich auch so ein bisschen abwechseln. Und wenn du merkst, wir sind ja hier jetzt nicht im Straflager, sondern wir wollen ja auch miteinander reden. Wir wollen den Tag also heute und morgen gestalten. Das heißt, wir haben insgesamt, ich weiß nicht, also da, aus meiner Sicht für eine Prüfungsvorbereitung viel Zeit. Was wir allerdings immer tun müssen, ist im Grunde genommen etwas, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wie wollen wir miteinander umgehen? Ihr wisst ja im Prinzip, dass wir dort also alle Prüfungen haben, wo ich dann immer sage, das sollst du dir bitte auch echt von 1999 aus angucken. Das heißt, die Prüfungen für NTG, weißt du so. Sag ich mal, nimm dir die entsprechend von 1999. Ich weiß, das macht ihr meistens nicht, um ehrlich zu sein. Weil ihr denkt, ah, das ist alles schon so lange her und ich meine, ich habe auch keine Lust, den ganzen Scheiß da zurückzurechnen. Und ich hatte heute Morgen tatsächlich nochmal geguckt. In 2011 gab es dann so eine Änderung. Also die Änderung gab es dann 2010, aber die Prüfung wurde dann in 2011 angewandt. Und ab 2011, ich glaube, ab 2011-2 November hast du deine 90 Minuten Zeit und alles, was davor liegt, waren immer mit 60 Minuten ausgelobt, weißt du so. Und du durftest oben auch das Tabellenbuch benutzen und darunter dann eben nur noch die Formelsammlung, weißt du. Ab hier Formelsammlung und da oben das Tabellenbuch und da denkt man immer so ein bisschen, naja, die alten Aufgaben, weißt du, bis dahin sind unter anderen Bedingungen gemacht worden. Der Rahmen-Lehrstoffplan hat sich fast nicht geändert, ehrlich gesagt. Die physikalischen Schwerpunkte sind das, was sie sind. Was willst du machen, ne? So, und dementsprechend steht das da jetzt im Raum. Und die Prüfung habt ihr euch alle besorgt. Und ich bin auch fast sicher, denn ihr habt ja auch nicht mehr so richtig viel Zeit. 14 Tage, dann geht's los, glaube ich, ne? So in etwa ist das. Oder? Quatsch. Nee, ich gucke gerade drauf hier. Das ist nächste Woche Dienstag. Die HQ-Leute sind in 14 Tagen dran. Und im Grunde kannst du sagen, naja, genau in einer Woche geht es dir noch gut. Nee, da wirst du Bauchschmerzen haben, weil du am nächsten Tag dahin musst. Und dann hast du dusseligerweise dann auch erst abends, also im dritten Part, glaube ich, oder was, dann das NTG-Zeug. Und das nervt natürlich richtig. Naja. Also wie machen wir das? Also wir müssen sehen, dass wir so die einzelnen Themenfelder durcharbeiten und weil wir jetzt vielleicht in so einer Art Verabredungsphase sind, wäre das vielleicht ganz gut, wenn ich mal so ein paar Vorschläge mache und du nickst das einfach mal ganz kurzerhand ab oder ihr nickt das ab, Marian, damit wir da irgendwie da vorankommen. Was ist denn deine Idee? Was würdest du denn gerne machen? Also ich meine, ich will euch jetzt hier nicht zuquatschen und sagen, das und das machen wir jetzt, sondern was mir sehr helfen würde bei dem Unterricht wäre natürlich, wenn jemand dann auch sagt, die und die Aufgaben aus den Prüfungen zum Beispiel oder zu dem und dem Thema würde ich gerne mal noch irgendwie ein bisschen inhaltlich was hören. Dann habe ich so eine Art Handlungsauftrag, weißt du, und da kann ich natürlich besser mit umgehen, als wenn ich dann irgendwo mir was raussuche, wo ich denke, okay, das könnte ganz gut passen. Also eure eigenen Fragestellungen immer mal raustun und das entwickelt sich aber. Das werden wir schon sehen. So, Marian, was schlägst du vor, mein Lieber? Elektrotechnik.
Elektrotechnik. Also wir werden alle Themen durcharbeiten, ne? Weil ich kann jetzt natürlich, und das macht ja schon auch Sinn, Elektrotechnik. So, und ich höre mich aber immer im Hintergrund. Ich glaube, das liegt daran, dass Tobias da, ne, den Lautsprecher an hat, glaube ich, bei sich, ne? Du hörst nicht über Mikro, sondern über Lautsprecher und dann kommt der Hall wieder rein. Das wird, finde ich, eine fantastische Idee. Guck mal, ich habe ja hier mir so ein Teilchen hier rausgesucht, wo ich gedacht habe, Alter, so fang doch einfach mal mit dem an, wo ich denke, dass ihr immer sagt, braucht keine Sau. Ich sage das jetzt mal so mit meinen laxen Worten. Kann man das hier so einigermaßen lesen, was ich hier hinhalte? Oder ist das irgendwie schwer zu erkennen? Okay, ich werde das natürlich vorlesen, ist doch klar. Also, ich finde, wir können doch einfach mit Elektrotechnik anfangen. Ich habe gesagt, also Elektrotechnik, Mechanik, sowas hatte ich mir heute für den Einstieg immer überlegt, weil das sind so die Sachen, wo man so am besten so reinkommt, wo man dann auch schon so sieht, alles klar. Boah, ey, das ist ja auch nicht so ganz einfach gewesen. Dann lass uns doch mit der Aufgabe 3 einfach mal beginnen. Also, ihr schnappt euch einfach mal eure entsprechende Formelsammlung. Die werden wir sowieso gleich brauchen. Das wissen wir ja auch alles. Ich will sie jetzt hier nicht aufschlagen und ich versuche sie auch möglichst nicht so oft ins Bild zu bringen, weil ich muss den ganzen Mist dann immer wegpixeln, wenn es dann später publiziert wird. Und das nervt mich immer so ein bisschen, weil es echt Zeit kostet, wenn es so ein langer Tag ist wie heute und ich blätter da wie so ein Idiot immer drin rum. Aber wenn du dann sagst, zeig mal bitte, dann sage ich dir die Seite oder zeige dir es dir auch. Dann mache ich das weg, weißt du so. Aufgabe 3, das wäre so meine Vor. Bitte? Ich krieg das nicht schärfer gestellt. Also, das wird wahrscheinlich an deiner Kamera liegen, hätte ich an der Internetverbindung liegen, weil die regeln sich dann runter, die messen immer den Datenstream. Aber ich lese das vor, verstehst du? Keine Sorge. Und du kennst ja meine Geschichten. Ich lese mal vor, was da so steht. Ein Drehspul, jetzt muss ich erstmal genau selber gucken, ein Drehspulinstrument hat einen Messbereich von 100 Millivolt bei einem Messwerkwiderstand von 1 Kiloohm. Also ich weiß ja nicht, wie euch das so geht. Wenn ich sowas hier lese, ich kann dir diese Aufgaben auch einblenden, wenn du willst. Wenn du es jetzt tatsächlich sehen willst, warte mal, wir sind ja hier nicht, wie sagt man immer? Unausgestattet, sage ich mal, weißt du? Ich werde mal Folgendes tun. Wenn du das jetzt im Parallelfeld haben möchtest, gebe ich dir die Aufgabe jetzt einfach mal rüber. Und das ist von 1999 1. Das sind die Aufgaben hier. Genau. Und damit du dann im Grunde genommen die Aufgabe 1 zu 1 vielleicht bei dir zur Vorlage hast, werde ich dir jetzt meinen Bildschirm kurz übertragen. Und da sind die Aufgaben denn für dich, ich sag mal, hoffentlich so schön leserlich, dass du sagen kannst, yes, Sir, das habe ich mir so auch vorgestellt. Und jetzt kannst du aber selber in deinem Browser so ein bisschen hin und her schalten, der spaltet sich so auf, was du jetzt gerne sehen möchtest. Entweder meine Hand oder die Aufgabe. So, und vielleicht hast du einen riesengroßen. Ja, vielleicht hast du einen riesen Monitor, wo du beides nebeneinander legst. Also ich habe hier zwei einigermaßen brauchbare Monitore, wo auf der linken Seite, weißt du, die Aufgabe steht, auf der rechten Seite habe ich denn die Kontrollfenster und was weiß ich alles. Und dann bin ich da einigermaßen präpariert. Aber wenn du das so jetzt sehen kannst, ist doch erstmal gut. Und wie gesagt, erinnere mich bitte dran, wenn ich diese Aufgabe wegmachen soll, weil du lieber die andere Feldfläche wieder haben willst, weil. Da müsst ihr mich so ein bisschen steuern, weil ich kann ja nicht bei euch auf die Leinwand gucken, weißt du? Okay, also ein Drehspul und ich frage dann einfach mal so, weil Marian ja damit angefangen hat, ne? Du? Entschuldigen braucht der Mensch, ne? Oder? Und das bin ich und jetzt lese ich diese Aufgabe. Also ein Drehspulmessinstrument. Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung, was so ein Scheißding ist, oder? Ich meine, wenn du Elektriker bist, vielleicht noch eher als ich, aber ich weiß, dass wir früher solche Spulen, Messgeräte hatten, um weißt du, bei Tonbandgeräten die Aussteuerung sichtbar zu machen. Weißt du, die Dinger, das waren ja immer solche Zeigerteile, die da irgendwie was ausgenivelliert haben, weißt du? Wo dann, keine Ahnung, aber vielleicht weißt du da ja tatsächlich mehr. Aber ich weiß eben, was das Ding tut. So, und jetzt. Ja, wunderbar, dann bist du echt ein richtiges Opfer, weil solche Aufgaben, die könnten heute genauso drinstehen, weil du sollst im Grunde genommen dich jetzt wirklich irgendwie mit dieser blöden Scheißaufgabe so auseinandersetzen, dass du irgendwie da einen Ansatz findest. Und
Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich kenne ja die Elektrotechnik alles. Ich weiß, dass es U ist gleich R mal I. Das weiß ich doch alles, weißt du? Ich weiß doch auch, dass P gleich U mal I ist und so fort. Die ganzen Formeln, die da jetzt im Heftchen stehen, die weiß ich doch auch, ne? Und ich weiß ja auch, wie man die Widerstände berechnet bei den Reihen- und Parallelschaltung und so weiter. Das habe ich ja, das ist ja jetzt nicht so ganz neu. Wir gucken da ja sonst gleich nach. Aber wie soll ich das hier jetzt machen? Also, ein Drehspulenmessinstrument hat einen Messbereich von 0 bis 100 Millivolt. Bei einem Messwerkwiderstand von 1 Kiloohm. Also mach doch mal eine Skizze. Versuch doch mal diesen Scheiß jetzt in eine Skizze umzuwandeln. Gelingt dir das? Also, wenn der von Kiloohm spricht, dann weiß ich doch immer, dass das mindestens mal sowas ist. Ein Kiloohm ist immer ein Widerstand, oder? Also, das ist mein erstes Kopfkino, dass ich anfange und sage, Widerstand, bitteschön, das ist ein Widerstand. Und dann schreibt doch da rein, verdammt. Der hat 1 Kiloohm. Das weiß ich. Ich kann ihm auch noch ein paar Beinchen geben, weißt du? So. Und jetzt weiß ich natürlich auch, wenn das irgendwie jetzt so ein Zeigeinstrument ist, verstehst du? Wo du sagst, ja, so ein, das Ding startet irgendwo und läuft dann irgendwo um, weißt du, und dann ist irgendwann mal Schicht im Schacht, dann du hast hier deine ganzen Geschichten, dann kannst du sagen, na ja, bei 0 Volt hat er das hier, ne? Und bei wie viel? 0,1 Volt zeigt er den vollen Ausschlag an. Also das heißt also, im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als das hier. Ich kann doch gedanklich vielleicht einfach mal sagen, diesen Widerstand hat er quasi bei 0,1 Volt. Einverstanden? Und ich weiß, schreibe es erstmal hin. 0,1 Volt. Der muss ja anliegen, damit er dann voll ausschlägt und so weiter. Und weniger kann er auch. Das habe ich auch kapiert, oder? Und jetzt ordne ich zu, dass das hier jetzt R ist. Und zwar Messgerät. Ja, R vom Messgerät. Es gibt keine Buchstaben. Es gibt auch keine Buchstaben in deiner Formelsammlung, die du da nehmen könntest. Darum schreibe ich immer gerne hin R, M für Messgerät oder wenn du es dir zu blöd ist, schreib doch einfach Mess. Verstehst du? R, Mess. Und dieses hier, das ist eine Spannung, verdammt. Ja, jetzt hast du so schön hingeschrieben, dass du da keinen Platz hast. Und diese Spannung wäre praktisch U-Gesamt-Maximal. Das heißt also, das wäre maximal möglich. Darum weiß ich jetzt gar nicht, was ich das da als Index schreiben soll. Darum belasse ich das einfach so.